Ich habe gerade entschieden, Leute, wir machen hierfür ein komplettes Video. Egal, was ich gleich sage im Intro, was ihr gleich hört, wir machen hier ein komplettes Video von dem Laden, weil er zu krass ist. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Voll die Mund, schön, dass ihr am Start seid. Aus Stuttgart. Mal wieder schön weit von zu Hause weg. Wir testen die Spots aus Stuttgart und Umgebung. Eine schöne Foodtour. Die Spots mit den meisten Empfehlungen. Die werden wir testen. Und das, was ihr wirklich mit Abstand auch am meisten empfohlen habt, ist dieser Döner. Korn Westheim Japrak Döner. Und den werden wir uns unter anderem reinfetzen. Den seht ihr aber erst am Schluss. Wir sparen uns das Beste auf. Das habt ihr so oft schon lange empfohlen. Ich wollte schon längst hier sein, aber ich dachte mal, ich war schon da. Es war aber ein anderer. Ich habe ihn vertauscht. Alles self-made. Alles geil. Hoffe ich zumindest. Oh, ein kleiner Spieß da für den Morgen. Ob der wohl nicht von gestern ist? Das werden wir gleich erfahren. Wir sehen uns erstmal auch bei zwei wilden Spots. Danke für die Empfehlung nochmal. Ich hoffe, ich finde die Kommentare noch blendig ein. Für Pizza habe ich bei Instagram rumgefragt. Aber wir sehen uns jetzt erstmal beim Burger. Der soll richtig, richtig heftig sein. Chef? Chef? Bist du Chef? Nicht ganz. Nee, ich habe hier deinen Laden. Ich erzähl dir nur, ne? Ja. Ich habe keinen Laden hier in der ganzen Umgebung, überall, so auf den Fohlen bekommen wie dein Dönerladen hier. Okay. Meine ganzen Zuschauer schreiben immer rein in die Kommentare, teste mal das, teste mal das. Und alle immer, Korn Westheim, teste den Japrak-Döner hier, Korn Westheim. Ist nicht Japrak. Ist nicht? Japrak ist da unten. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Ja. Ach, scheiße. Ja, dann war das nicht der. Ja. Ja, scheiße, ey. Wo ist der? Da unten? Da geht's genau. Ehrlich? Mach dir, ist kein Selfmade-Spieß, ne? Ach, scheiße, ja. Okay, danke. Das war schon wieder so eine unnötige Ansage von mir. Oh, meine Fresse, wo ist mein Handy? Oh, meine Fresse, ey. Wo ist der Japrak-Döner jetzt hier? Mann. Also, er zeigt mir unter Japrak-Grill aus genau den an, wo ich eben war. Scheiße, jetzt muss ich schon wieder hier Sherlock Holmes spielen, wo dieser Laden ist. Mann, sagt er, ich glaube, er weiß selber nicht, was er redet. Der Laden heißt von außen Japrak Grillhaus. Er hat mich verarscht, Mann. Der heißt doch von außen Japrak. Da steht dran Japrak Grillhaus. Ah, dann haben alle, glaube ich, trotzdem den Döner empfohlen. Der heißt Japrak Grillhaus, aber er hat keinen Japrak. Da musst du erst mal drauf kommen, ey. Ich nenne meinen nächsten Laden auch Bürgerstation 28, verkauft Döner. So werde ich es auch machen. Es ist trotzdem der. Es gibt keinen anderen. Es muss der sein. Ihr habt empfohlen. Ich habe den Kommentar leider nicht mehr am Start, aber es muss der sein. Ich muss zu dumm sein. Also es steht doch gar nicht Japrak drauf. Mann, ey, da steht gar nicht Japrak drauf. Aber Google führt mich völlig in Irre. Japrak Grillhaus steht bei Google. Hier steht gar nichts. Nur, dass ihr seht, dass ich nicht falsch liege. Er zeigt mir hier genau den hier an. Aber ich muss ihn nochmal in Schutz nehmen. Da steht nicht Japrak-Döner dran. Japrak-Grillhaus. Ich frage mal, ob die getauscht haben, den Laden oder so. Okay, also ich gehe einfach geradeaus und die Treppen runter, sagst du. Das ist denn der Japrak-Korn Westheim. Okay, alles klar. Danke dir, mein Lieber. Noch nie Google Maps und Karten habt ihr mich so enttäuscht. Was für ein Riesenspieß. Hier ist er direkt. Da in der Ecke, das sind 20 Meter, wo soll ich das denn wissen? Und da ist Japrak Grillhaus. Jetzt brat mir einer einen Storch. Da ist der Kollege. Oh, was ein Spieß. Bin ich dankbar. Bin ich dankbar, Leute. Das sieht, oh, ist das ein Spieß. Chef, das ist ein wunderbarer Spieß. Oh, ist das ein, oh. Hallo. Hi, mein Lieber. Ich habe hier von meinen Zuschauern, habe ich empfohlen bekommen, ein wunderbarer Spieß. Okay. Haben die gesagt, besser, ganzer Umkreis, Stuttgart, alles. Dankeschön. Und jetzt wollte ich den Döner, hi mein Lieber, jetzt wollte ich den Döner hier testen. Ich wollte schon ewig testen. Kann ich hier ein bisschen, mache ich vor euren Laden auch ein bisschen Video. Boah, guckt euch den an. Oh, ein schöner Spieß. Da muss ich wirklich nochmal Danke sagen an alle, die mir den schon seit Ewigkeiten reinschreiben. Wie gesagt, ich wollte ihn schon längst testen, aber ich dachte, ich hätte ihn schon getestet. Das ist Jungchef. Servus. Junger Chef, servus, grüß dich. Ich gebe dir mal die Hand einmal, weil ich hier Kamera habe. Alles gut, danke. Bei dir auch? Ja, seit Jahren jetzt mittlerweile wird mir dieser Döner empfohlen hier. Ja, dann kommst du zu spät. Ist echt so, ja. Würdest du sagen, könnte in Deutschland mitmischen für den besten Döner in Deutschland? Das entscheidest du. Ja, das entscheide ich, ne? Das, oh, das sieht heftig aus. Mach die jeden Tag frisch, ne? Jeden Tag frisch, ein Spieß am Tag. Ja. Und der geht immer weg. Wie viel Kilo sind das? 80? 80, 85. 80, 85, ja. Gut geschätzt. Und das ist Kalbfleisch einfach, ne? Nicht Kalb. Nein, kein Kalb? Jungbulle. Und was hast du hier für eine geile Soße? Guck mal hier, die sieht ja richtig gut aus. Also ich habe hier Joghurt, Eiweiß, Paprika, Aubergine. Oh, das habe ich ja noch nie auf dem Döner gehabt. Einen vielleicht mit Eiweiß würde ich noch probieren. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das noch reinbekomme, weil ich noch ein paar Läden testen will danach. Aber ich esse safe erstmal ohne Soße. Ja. Und wenn der schon, oh, ja, ich mache mal gleich einen Plan. Aber man kann auch ein Viertel Döner für 4,50 nehmen. Oh, der geil. Dann nehme ich nämlich einen mit Soße, einen ohne. Das ist perfekt. Das ist sehr gut. Also starten wir mit dem Verkauf und die erste Schicht ist ein Geheimtipp bei uns. Ist Geheimtipp die erste? Ja, die erste Schicht ist die allerbeste Schicht.
krass, das ist interessant, weil es ist bei manchen ja auch andersrum. Bei manchen ist die erste Schicht nicht so gut. Ich habe mir sagen lassen, die Gewürze treten nach außen auch gerne bei der ersten Schicht durch den Druck. Und manche sagen auch, erste Schicht bei denen nicht so gut. Die schmackhafteste, ja? Mein Vater und mein Onkel hatten in der Türkei auch ein Restaurant. Ja. Mein Opa zusammen. Also ich bin die dritte Generation. Und die erste Schicht wird in der Türkei nicht verkauft. Die Köche echt essen es selber. Ach so, die essen morgens das komplett selber. Selber, ja. Ah, wird nicht verkauft. Da bin ich mal gespannt bei euch. Hier mit dem Jam jetzt mit. Wir gucken uns einmal das Fleisch jetzt an, beziehungsweise die Produktion hier auch. Oha, geil. Oh, da habt ihr ordentlich Fleisch am Start, ne? Schön marmoriert. Halal ganz normal, ne? Das ist sogar das gleiche Fleisch, was die auch für den Döner benutzen. Also richtig gutes Fleisch benutzen, ne? Gute Marmorierung auch. Ja, das sieht super aus. Macht ihr jeden Tag frisch. Ah, jetzt, weil ihr wisst, ich habe Döner bestellt, macht ihr direkt fertig, ne? Macht ihr hier Kräutermischung drauf oder ja. Kommt hier eine Kräutermischung noch drauf? Da ist unser fertiges Brot gleich. Da macht er nochmal die Marinade drauf. Der Chef schneidet persönlich hier. Guck mal, da seht ihr, wie frisch das ist. Das wackelt richtig. Nichts gefroren, gar nichts. Wie so ein Wackelpudding. Bum, bum, bum. So muss es sein. Keine Chance, ne? Ja. Nee. Jetzt mal beim Döner-Teller. Oh, der sieht auch ultra stark aus hier. Guck dir das an. Also da kannst du dich reinlegen, schon vom Anblick her. Guck mal, ich habe jetzt einen ganz kleinen Viertel Döner genommen, nur erst um zu probieren. So, mach auch gerne nicht mehr Fleisch als sonst, so wie ihr normalerweise auch macht, ja? Standard, so ist Standard. Okay, sehr schön. Ich mach da noch ein Stückchen. Also Zwiebeltomate. Zwiebeltomate, genau. So, Leute, der sieht zu geil aus. Röstung pur, Fleischgeschmack pur. Ganz ohne Spaß, das hat Pferd-Feeling. So krass kernig, habe ich in Deutschland noch nicht gegessen. Wirklich nicht. Guck ich das Brot an. Ich weiß nicht, warum mich das an Vulkan erinnert, das macht jetzt mal gar keinen Sinn. Aber es sieht einfach nur himmlisch aus. Aber das Fleisch, Leute, im ersten Moment habt ihr die ganze Röstung gesehen. So hart geröstet. Er hat ja auch noch mal gesagt, erste Schicht sehr intensiv. Das habe ich gemerkt, es war schon sehr, sehr, nicht mal würzig. Das ist basic von der Würzung, aber schon Power drin, ne? Salzig, Power drin, nicht zu viel, geil. Aber diese Röstung, das habe ich gerade bei Pferds Video am Anfang gesagt. Hier auch die Röstung, überwältigend und kernig. Der Geschmack hat Fülle, Tiefgang, das ist ein Traum. Ganz interessantes Brot auch. Ganz interessantes Gesamtfeeling. Sehr bissige Zwiebeln, wirklich sehr, sehr bissig. Und das Brot, du merkst zu 100% halt diesen Selfmade-Charakter. Ganz leicht wie ein Fladenbrot von außen. Dann geht es aber wieder zurück und es kommt immer so punktuell. Boom, immer mal wieder ganz geschmeidig rein vom Geschmack. Aber wird nie zu intensiv. Beinahe, dass du dir wünschen würdest, weil der Geschmack so geil ist vom Brot, dass er ein bisschen kommt. Komm und kitzel ein bisschen meinen Gaumen, so wünscht man sich zu sagen. Jetzt hatte ich so ein Biss, wo das Brot so richtig schön verkohlt war an einer Stelle. Bam, Traum, wirklich ein Traum, dieses Ding. Tomate gefühlt leicht gewürzt, feiere ich auch hart. Gute Tomate zu bekommen, sehr schwer. Was leicht aufpeppt, ist dann einfach leicht die Tomate würzen. Habe ich gar nicht gesehen, also direkt hat er nichts drauf gemacht. Vielleicht färbt das auch vom Fleischgeschmack ab, dass es wirklich so intensiv ist, dass es auf die Tomate übergeht. Aber Tomate hat super Geschmack.
Es geht das Brot in dieses Leichtteigige. Leichtteigig, nicht zu doll, dass du irgendwie denkst, du hast rohes Brot, sondern einfach dieser Inbegriff von Selfmade. Letzte Biss vom Brot, so vielfältig. Du merkst irgendwie die Kräuter, es wird wahrscheinlich diese Kräutermarinade sein, die drauf schmieren. Und du schmeckst auch so intensiv im letzten Biss noch Röstung, du schmeckst Brot, du schmeckst Teig. Irgendwie gefühlt, als hätten sie mir eine Illusion aufgetischt. Ich hätte wetten können, ich habe da unten Gurken drin gehabt, ich hatte aber keine Gurken. Also es muss irgendwas mit dieser Marinade, die da drauf machen, zusammenhängen. Ich weiß es nicht, war auf jeden Fall magisch. Ein Hoch auf alle, die das jemals reingeschrieben haben. Wir beginnen in Runde 2, einmal noch mit ein bisschen Soße. Zweite Runde. Also wirklich ein Traum gewesen. Ein Traum von Döner. Ja. Ja, wirklich. Also sage ich nicht ohne Spaß, ihr seht ja das Video, denn wirklich ganz großes Kino. Oh, heftig gewesen. Bist du jetzt bereit für den zweiten? Ich bin bereit für den zweiten. Da werde ich jetzt die Eiweißsoße einmal probieren. Meine Empfehlung ist hier diese scharfe Paste. Ehrlich? Die machen wir selber frisch. Oh nein, ehrlich? Ja. Aber das macht ihr doch auch selber. Beide machen wir selber. Also alles machen wir selber, nur jetzt bei dem Zwiebeltomaten noch die scharfe Paste. Schmeckt nochmal anders. Nochmal anders? Ich weiß gar nicht, jetzt bringst du mich durcheinander. Jetzt bringst du mich durcheinander. Hast du schon Zwiebeltomaten? Oder ich mach halb die Soße und halb die Soße. Ja, dann kann ich von beiden Seiten einmal reinbeißen. Ja, schlau. Er macht von beiden Seiten beides. Ja, sehr gut. Guck mal, das ist sein Onkel. Sein Vater war auch hier, seine Mutter kommt auch gleich. Das finde ich immer so richtig schön, so ein Familienbetrieb. Und das schmeckst du einfach. Du schmeckst es. Da kommst du nicht hinterher mit so, sag ich mal, einem Franchise-Kettenbetrieb mit 200 Läden. Das kannst du nicht abdecken, es geht nicht. Muss auch nicht, aber so das High-End-Produkt, das kriegst du wahrscheinlich nur in so einem kleinen Familienbetrieb. Oder wo der Chef selber da steht. So, Fleisch ist jetzt auch drin. Perfekt, danke, mein Lieber. Bis gleich, ne? Bis gleich. Teller habe ich jetzt so mit reingenommen, ich Esel. Hier ist der gute Kollege. Wunderschön. Habe übrigens auch noch mal geguckt, Tomaten, da war kein Gewürz drauf. Da muss der Geschmack so abgefärbt haben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Das war die Eiweißsoße. Auch ein Traum. Die machen es richtig. Du kannst keine Cocktailsoße nehmen. Bei dem Fleisch, das macht keinen Sinn. Warum machst du denn die Mühe und holst so ein geiles Fleisch? Kannst du irgendein Fleisch nehmen? Nein, die Soße ist unterschwellig, leicht im Hintergrund. Aber begleitend, durchgehend am Start, aber wirklich nur so ein Hauch von Geschmack, der dich durchgehend durch den Döner führt quasi. Die Soße nimmt dich bei der Hand und sie führt dich durch dieses Geschmackserlebnis, durch den Döner. Die scharfe Soße. Weltklasse. Bei der scharfen Soße, was du kaum bei Soßen hast, ist das Feeling. Das habe ich eigentlich nur bei Chili-Pasten, die ich zu Hause gemacht habe. Du schmeckst die Chili. Nicht nur einfach stumpfe Schärfe, nein, du schmeckst das Fruchtige. Das, was eigentlich die Chili ausmacht. Also klar, es gibt auch die Flüchsen unter euch, die essen gerne komplett einfach boom, Mund betäubt. Aber nein, hier merkst du auch einfach diesen Chili-Geschmack. Und zwar ganz intensiv, ganz lieblich auch, fruchtig, lecker. Wir sehen uns gleich zur Bewertung. Weißt du, was ein Trauerspiel ist? Ich hätte normalen Dönergänge getestet, nicht die erste Runde. Nicht die erste Runde. Das ist auch so wenig repräsentativ für die Allgemeinheit. Und das ist auch wieder ärgerlich. Wer weiß, wie ein normaler Döner schmeckt. Mann, Mann, Mann. Und manchmal nehmen die auch mal so ein Fleisch, manchmal so ein Fleisch. Das heißt, der Döner kann auch mal anders schmecken. Na, jetzt zur Bewertung. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich werde jetzt Folgendes machen. Bei so und welchen Dönern schreibe ich ins Ranking auch vorübergehend rein. Undercover-Test ausstehend. Weil vorher kannst du sowas nicht genau bewerten. Vorübergehend setze ich ihn auf die 2 in Deutschland. Auf die 2 mit 9,2 Punkten. Ich hatte kurz den Konflikt zwischen Platz 3, Platz 2. Aber mein Herz sagt bei dem Döner, Augsburg ist glaube ich auf Platz 2 gerade. Der ist einfach, oh, vom Fleischgeschmack, dieses Kernige. Das Brot, auch wenn er irgendwie an ein paar Stellen gesagt hätte, oh, da fehlt noch was, aber irgendwie auch nicht. Er war einfach magischer Döner. Der hat so viele Facetten gehabt. Das, was diesem Döner zum Verhängnis wurde, war, glaube ich, die erste Schicht. Weil zum Schluss hast du beim zweiten Döner gemerkt, da wurde das Fleisch einfach zu salzig. Und das war die erste Schicht. Das war die erste Schicht und da wurde es zu intensiv. Und kann mir vorstellen, dass es an anderen Schichten, bei anderen Schichten nicht so ist. Werden wir undercover testen. Und wir machen dann Finale noch. 2023, Platz 2 gegen Platz 1. Beides undercover. Und König Nummer 1. Das werde ich jetzt demnächst aufnehmen. Scheiße, ey. Ich müsste eigentlich heute hier schlafen und das nochmal machen, ey. Ah, Mann. Kuss an alle. Lasst gerne den Daumen oben scheppern. Mir einen Kommentar da, was ihr dazu sagt. Danke für den Tipp und dann sage ich bis zum nächsten Mal.